Volksfeststimmung auf der Krim. Viele sind auf den Platz im Herzen der Hauptstadt Simferopol gekommen, wollen an diesem für sie so wichtigen Moment teilhaben. Im Fahnenmeer mischen sich die russischen Flaggen und die der Krim, optisch kaum voneinander zu unterscheiden. Viel Symbolkraft an diesem Tag. Mit Begeisterung waren die Krimbewohner zuvor in die Wahllokale geströmt. Die Wahlbeteiligung war hoch, das Ziel klar. Ich habe dafür gestimmt, wovon ich schon mein Leben lang träume. Wir wollten schon immer unabhängig sein und ich denke, das gelingt uns jetzt. Das hier ist, was wir wollten, wonach wir uns gesehnt haben. Wir sind sehr froh, dass wir jetzt Teil Russlands werden, so unsere Hoffnung. Und damit endlich aus dem toten Winkel der Geschichte herauskommen. Jahrelang gab es hier nur Stillstand. Jetzt bewegen wir uns auf die bessere Seite. Das hier ist der glücklichste Tag in unserem Leben. Das sehen die Krim-Tataren ganz anders. Für sie ist dieser Tag Anlass zur Sorge. Viele hatten hier auf dem Markt gearbeitet, anstatt zu wählen. Die muslimische Minderheit, die traditionell pro-ukrainisch orientiert ist, boykottierte das Referendum. Ich kann auf die zwei Fragen, die auf dem Wahlzettel stehen, ohnehin keine Antwort geben, denn es wird ja gar nicht gefragt, ob die Krim in der Ukraine bleiben soll. Daher erkenne ich dieses Referendum nicht an und so sieht das auch das ganze Volk der Krim-Tataren. Und so sieht es auch die Führung im fernen Kiew, die beinahe machtlos das Treiben auf der Krim mitverfolgen muss. Ihr bleiben nur Drohungen. Es besteht kein Zweifel. Wir werden diejenigen auf der Krim finden, die, geschützt durch russische Truppen, die Abspaltung vorantreiben und damit die ukrainische Unabhängigkeit zerstören. Wir werden sie alle finden, auch wenn es Jahre dauern wird. Und dann müssen sie sich der ukrainischen oder internationalen Justiz stellen. Bei allem Säbelrasseln, zumindest die Gefahr eines Schlagabtausches zwischen den russischen und ukrainischen Truppen auf der Krim, scheint etwas entschärft zu sein. Aus Kiew heißt es, beide Seiten hätten eine 5-tägige Waffenruhe vereinbart, angesichts der angespannten Lage. Das Ergebnis auf der Krim, wie erwartet. Die Ukraine steht jetzt vor einer Zerreißprobe.